Kampfgruppe. Hart! Kampfgruppe, rund! So, geschätzte Kameraden, Damen und Herren der 6. Brigade. Es war ein Ziel von mir, das ich vorgegeben habe, dass wir uns bei einer Übung versammeln und gemeinsam das zeigen, was wir beinahe 6 Monate geübt haben. Guten Morgen aus Hochfilzen. Die 6. Gebirgsbrigade macht in dieser Woche die Abschlussübung des Einrückungstermins Oktober des letzten Jahres. Wir haben die gesamte Brigade zwischen St. Johann in Tirol und Saalfelden versammelt, mit dem Schwergewicht heute hier in Hochfilzen. Der Einrückungstermin Oktober ist einer der ersten seit Langem, der eine Gesamtausbildung absolviert hat. Wir haben begonnen in der Grundausbildung soldatisches Verhalten, wurden dann geschult, innerhalb der Gruppe zu kämpfen, dann im Zug und jetzt im Verbund der gesamten Gebirgsbrigade. Hinter mir stellt sich gerade eine Reserve eines Gebirgsjägerzugs, kombiniert mit unserem neuen Fahrzeug Heglund und natürlich unseren Lastwagen als Mannschaftstransporter bereit. Wir üben zusammen mit Aufklärung, mit Gefechtsfeldradar. Sie sehen also hinten auch 2 Ivecos. Wir haben Antidrohnensysteme im Einsatz. Wir haben Steilfeuer im Einsatz. Es wird eine Reserve heute eingesetzt, die mit Hubschrauber rasch verbracht wird. Also die gesamte Palette, und das ist interessant für den jungen Soldaten, weil er jetzt sieht, dass er nicht alleine ist, sondern ein Brigadeverbund, der kann etwas bieten. Ein Hauptaugenmerk der 6. Gebirgsbrigade und als Übungsthema für die Soldaten war Schutz und da im Schwergewicht schutzkritische Infrastruktur. Da war wichtig, dass also der Soldat mit dem Einzelverhalten Wachdienst, dann den Aufgaben Streifendienst, Vorpostendienst eingesetzt wird und im Verbund mit anderen Waffengattungen wie Aufklärungssysteme, Radarsysteme oder auch Wärmebildgeräte. Verstärkter erster Jägerzug schützt Raum RHI Magnesita, führt Checkpoints in den Bereichen Nord, Mitte und Süd durch, führt Patrouillen entlang Gelände durch, stellt Beobachtung Richtung freie Fläche Ost sicher und verhindert somit ein wirksam Werden der Red Panther Zellen. Demonstration gegenüber Tierbeleitung. Checkpoint Mitte liegt unter Feuer. Reservekräfte nachziehen zu Checkpoint. Meine Teile befinden sich jetzt dort. Wir sind hier zur Unterstützung gerufen worden nach einem Feuergefecht. Haben wir einen Ausfall eines eigenen auf dem Silo hinter mir erkenntlich. Der Ruppzug hat einen Nahverfügungsraum bezogen, mit der Erkundung begonnen und festgestellt, dass es mit einer Rettung- und Beigegruppe möglich ist, die Rettung durchzuführen. Die ist jetzt hier vor Ort eingesetzt, die Ruppgruppe, und geht zur Menschenrettung vor mittels Seil und Gurtzeug und holt unseren Kameraden vom Silo herunter ab.
Gemäß Auftrag hat die erste Jägerkompanie in den frühen Morgenstunden das Schutzobjekt RHI Magnesita bezogen. Wir haben uns mit mehreren Checkpoints eingerichtet. Ebenfalls betreiben wir mehrere Verbindungsspähtrupps sowie stehende Spähtrupps im Raum. Was ist bis jetzt passiert? Mehrere Demonstrationen aus Seiten der Zivilbevölkerung sowie vereinzelte Angriffe aus der Feindsicht Red Panthers. Ich bin der Schutzkommandant von der Gebirgsaufklärungskompanie Staatsoperation 6 in St. Anne in Tirol. Meine Leute sind jetzt seit 72 Stunden draußen, seit Sonntag, melden alle drei Stunden unsere Sichtungen. Wir haben den Auftrag, dass wir das Magnesitwerk Hochfützen aufklären und Artstärkeverhalten vom Feind festzustellen und somit das Lagebild der Kompanie zu verdichten. Wir werden jetzt die Verbindungsaufnahme machen mittels einem Lichtzeichen und dann werden die Leute aufsitzen, in die Kaserne verlegen und dann auf Folge warten als Reserve. Störtrupp 1, hier Stellung. Auftrag, Störtrupp überwacht Schutzobjekt und verhindert Aufklärung durch feindliche Drohnen. Jawohl. Wir sind hier beim elektronischen Drohnenabwehrelement. Wir sind hier eingesetzt, um das Schutzobjekt gegen feindliche Drohnen, die eine Bedrohung aus der Luft darstellen, zu schützen. Hierzu haben wir Sensoren und Effektoren, stationäre sowie mobile, eingesetzt. Wir können eingesetzt werden bei Schutzobjekten, bei Großveranstaltungen wie dem Nationalfeiertag, aber auch in robusteren Einsätzen. Die Lage stellt sich im Einsatzraum Hochfilzen wie folgt dar. In den frühen Morgenstunden erfolgte ein Einsatz der Red Panther Kräfte in Gruppenstärke auf das RHI-Werk. Der könnte vereitelt werden. Es gab bei eigenen Teilen Verletzten. Die Red Panther Kräfte haben sich Richtung Schipfelalm abgesetzt und sind in unbekannter Stärke in Formierung für einen neuerlichen Einsatz. Daraufhin hat das Bataillon der Kompanie, welches sich in Reservestatus befunden hat, den Auftrag erteilt, unverzüglich anzutreten, den Bereich ab einer Kfz-Verbotslinie, die sich diese Richtung 50 befindet, nur mehr mit Feuerunterstützung durch die BVS 10, infanteristisch das Gelände zu durchkämmen, Red Panther-Kräfte aufzuklären, stellen und bei Bedarf festzunehmen bzw. zu vernichten. Wir schießen hier mit den hinter mir befindlichen BVS 10, mit dem USMG, überschweren Maschinengewehr einerseits. Mit diesen Systemen sind zwei Züge ausgestattet. Ein dritter Zug wird als Infanteriezug zum Einsatz kommen und darüber hinaus werden wir auch noch schießen mit dem mittleren Granatwerfer und ebenfalls mit der Panzerabwehrlenkwaffe 2000. Transportbefehl, Zielpunkt, Geländekante. Den äußerst linken Panzer in Querfahrt. Ziel gefunden. Feuern! Achtung, Schuss! Wir fahren wir rein frei. Verstärken in
Marschrichtung, Hauptschussrichtung. In den frühen Morgenstunden haben einige Kompanien einen Bereitstellungsraum bezogen, unter anderem auch die ABC-Abwehrkompanie. Und im Zuge des Zugriffs kam es zu einem Anschlag, wo ein chemischer Kampfstoff freigesetzt wurde. Hierzu haben wir hier einen Dekontaminationsplatz aufgebaut. Weiters haben wir auch für die Probenahme von dem Aufklärungszug einen Probenahme-Übergabepunkt, wo die Probe dem Dekoplatz übergeben wird. Nachdem die Soldaten ihre Ausrüstung und ihre Waffe abgegeben haben, die Dekostraße durchlaufen haben, fassen sie im Hintergrund wieder neues Gerät und Waffen für den nächsten Einsatz aus. Ja, diese Übung sehe ich sehr gut als Mission vorwärts. Die ist jetzt erkennbar. Wir sind breit aufgestellt. Wir sind zu Fuß am Weg als Gebirgsjäger natürlich. Wir haben aber auch tolle, schnelle Fahrzeuge, neue LKW, vor allem gepanzerte Fahrzeuge. Und hinter mir ein Mittel, mit dem wir ebenfalls zusammenarbeiten, der Lufttransport. Und Lufttransport für Gebirgsjäger ist ganz, ganz wichtig, weil es schnell Soldaten von A nach B bringt. Die 6. Gebirgsbrigade, sie gehen 4 bis 5 Jahre kaderstark, mit tollen Alpinisten und mit modernem Gerät, nicht nur nach vorne, sondern auch nach oben.